Leute, herzlich willkommen bei Flip. Mein Name ist Mel und ich zeige euch heute, wie ihr einen Schal in drei verschiedenen Varianten knoten könnt und daraus drei verschiedene Oberteile macht. Viel Spaß! Variante Nummer 1. Ihr faltet euren Schal einmal in der Mitte und faltet ihn dann nochmal und knotet die Enden zusammen. Das war's auch eigentlich schon. Jetzt müsst ihr euch die Löcher suchen und fertig ist eure Weste. Variante Nummer 2. Ihr nehmt euren Schal wieder in voller Länge und überkreuzt ihn einmal. Dann müsst ihr den Schal von hinten um eure Taille herumlegen und vorne verknoten. Daraufhin nehmt ihr euch die hinteren Zipfel und verknotet diese auch nochmal und dreht im Anschluss das ganze Ding einmal so, dass die Knoten hinten sind. Und dann sucht ihr euch auch da wieder die Löcher und zuppelt das Ganze zurecht und fertig ist euer Poncho. Variante Nummer 3. Ist wahrscheinlich die einfachste von allen. Ihr nehmt einfach euren Schal in so einer kleinen Rolle hinter eurem Hals hervor, einmal vorne verkreuzen und hinten am Rücken wieder verknoten, dann über den BH zurechtzuppeln und fertig seid ihr. So leicht waren diese drei Styles. Jetzt schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welches euer Liebstes war. Und wenn ihr das nachmacht, dann teilt gerne ein Foto mit mir unter dem Hashtag FlipFashion. Like dieses Video und lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten. Tschüss!